Ja, erstmal herzlich willkommen zu unseren Modern Koi Aufzuchtblocks. Und den Fisch, den wir Ihnen heute vorstellen wollen, der ist ein lebender Beweis dafür, dass Konishi Karashi einfach anders wachsen, brutaler wachsen als die meisten mir bekannten Varietäten. Eigentlich kenne ich gar keine andere. Und die Fische, die wir Ihnen seither vorgestellt haben, zumindest hier in der Aufzucht in Abstadt, die waren alle maximal 80, 85 cm, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass die Fische häufig gar nicht so lange bei uns sind, sondern dass die meisten Kunden die Fische nur ein Jahr bei uns haben. Dieser Deutz-Karashi, um den es heute geht, der hat eine ganz eigene Geschichte. Der ist heute 5 Jahre alt und als er als 2-jähriger Fisch kam, wollte ich ihn eigentlich verkaufen. Er hatte eine gute Körperform, so gut wie alle anderen Karashis. Er war nicht außergewöhnlich, das war jetzt nicht, ich könnte Ihnen jetzt erzählen, ja, ich habe den gesehen und habe sofort das Potenzial erkannt und dann musste ich den verstecken und so diese üblichen Geschichten braucht kein Mensch. Sondern der Fisch ist wahrscheinlich irgendwann mal bei uns im Becken so gesprungen, wir haben an unserer Abdeckung haben wir in der Mitte eine Metallschiene, da haben wir mittlerweile eine Silikonnaht hingemacht aus eben jenem Grund. Und dann hat er sich rechts oder links neben der Rückenflosse, man sieht es heute wirklich gar nicht mehr, hat er sich wirklich so langen Streifen komplett, es war aber nicht die Haut abgezogen, da war keine Entzündung, sondern er hat sie einfach die Farbe abgerissen. Da war einfach weiß plötzlich, ich habe das angeguckt und habe gedacht, so ein Mist, konnte es mir dann auch nur so erklären und dann haben wir das Problem auch abgewandelt oder abgeändert. Und dann habe ich ihn bei mir zu Hause in den Teich geworfen, da war er dann ein Sommer, dann haben wir ihn dann hat er dort überwintert, dann war er dort noch ein Sommer und im darauffolgenden Winter haben wir ihn hierher geholt. Dann war er im Sommer wieder drüben und jetzt final diesen Winter auch. Wir haben ihn zwischenzeitlich verkauft an Thorsten, ich glaube Thorsten, Spitzname Toronto, dass er weiß, wer gemeint ist, aber wenn er den Fisch sieht, weiß er das eh. Er hat ihn dann am 18.08. letzten Jahres, hat er ihn mit exakt 76 cm gekauft, hat ihn dann, glaube ich, an den Kunden weiterverkauft und als wir ihn heute Morgen, haben wir ihn schon mal gemessen, weil Kunden da waren, die wollten wissen, wie groß der war oder wie groß der ist und uns hat selber interessiert. Und ich zeige es Ihnen jetzt hier auf dem Ding. Dann hat es uns wirklich alle umgehauen. Das ist der absolute Wahnsinn. Marc, walte deines Amtes. Wir haben den auf exakt 92 cm gebracht. 92 cm. Das heißt, der ist jetzt vom August bis heute hier in der Anlage, setzen wir mal kurz rüber, um 16 cm gewachsen. Und wenn Sie sich anschauen, auch hier fantastische Körperform, in keiner Weise fett. Also nicht so, man sagen würde, der Fisch wurde jetzt da gemästet und der musste mehr fressen, als er eigentlich fressen wollte. Sondern der hat einfach perfekte Bedingungen vorgefunden und hat gesagt, wenn es hier schon so schön warm ist, wenn das Futter schon so lecker schmeckt und wenn die Wasserqualität schon so perfekt ist, dann kann ich hier auch zulegen, dann kann ich hier wachsen und das hat er dann auch gemacht. Übrigens auch bei ihm, damals der Grund von Konishi, warum er ihn verkauft hat, diese Nibanhi-Flecken, die sind auch auf den Orenchi Karashigoi nicht beliebt. Das war der Grund, warum Konishi ihn hergegeben hat. Er hat auch noch ein dickes schwarzes und 2 kleinere Shimi, schwarze Shimi. Aber ganz ehrlich, bei einem Koi dieser Größe, 92 cm, interessiert es wirklich, glaube am Ende gar niemand mehr. Marc hat heute gesagt, den nächsten Fisch dieser Qualität verkaufen wir nicht. Er möchte hier auf jeden Fall mal einen Koi auf 1 Meter bringen, einen Karashigoi. Und das wäre natürlich phänomenal, das wäre sensationell. Wir haben jetzt von den 2-Jährigen, die wir im Herbst gekauft haben, haben wir hier im Becken 6, da lasse ich Sie aber nicht reinschauen, da haben wir jetzt schon, wie viele sind es, 11 oder 12? 11 Karashi Swim. Und da werden wir auf jeden Fall versuchen, dass wir den einen oder anderen selber groß sind. Ich finde ihn auch von der Farbe sehr hübsch. Ein tolles Orange. Und so ist er nicht nur aufgrund seiner massiven Größe, sondern auch aufgrund seiner Färbung mit Sicherheit in jedem Teich ein Blickfang. Also 16 cm in rund einem halben Jahr. Und das von Jumbo-Koi in die Super-Jumbo-Größe. Da kann man nur sagen, Chapeau. Das schaffen nicht viele Koi. Und schon gar nicht viele Varietäten. Er hat es geschafft und das macht uns stolz. Mich zumindest. Dich auch, Marc? Ja. Gut. Ja. Dann macht es uns beide stolz. Machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und wir bringen den jetzt schnell zurück in sein Becken.